Hallo, ihr Wagen. Ich werfe jetzt einen Blick auf euer Monatsreading im April 2020. Und wie bei jedem Monatsreading ziehe ich zuerst so eine Weisheitskarte, die die Gesamtenergie für den Monat dann darstellt. Und dann schauen wir detaillierter mit den Rider-Waite-Tarotkarten rein und klären die mit den Hexentarotkarten. Alles Wichtige, was ihr wissen müsst, findet ihr in dem Video, was ich euch rechts oben verlinke. Und schaut euch bitte dieses Video an, weil es nimmt sehr viel Zeit weg, das bei jedem einzelnen Reading, von jedem einzelnen Sternzeichen zu sagen. Und es gibt einiges zu beachten. Also schaut euch das bitte an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ansonsten starten wir jetzt mit eurem Reading für April 2020. Für die Waage. April 2020 für die Waage. Liebes Schicksal. April 2020 für die Waage. Treues Herz. Treues Herz, Nummer 35. Man sieht hier zwei Eulen mit Kronen auf, die auf irgendwas Rundem sitzen. Hier ist ein Herz drunter. Die Eulen sind auch angeordnet wie eine Herzform. Könnte hier um eine Beziehung gehen? Könnte hier um Freundschaft gehen, Familie gehen? Werden wir gleich erfahren. Treues Herz, April 2020. Na gut. Schauen wir doch mal näher rein. Was wird uns das Schicksal sagen können? Über den April 2020. Für die Waage. Sieben der Stäbe. Die vier der Stäbe. Das Ass der Schwerter. Der 2020 für die Waage. Hat sie was umgedreht? Die Königin der Kelche. Eine noch, April 2020 für die Waage. Der Ritter der Münzen. An der Unterseite der Narr. Okay. Die Sieben der Stäbe hat einige Bedeutungen. Treues Herz ist hier die Hauptenergie für den Monat April 2020 für die Wagen. Und da wehrt sich die Waage. Die Waage blockt hier äußere Einflüsse ab. Etwas, was auf sie zukommt. Er beschützt hier dieses treue Herz, diese Karte. Das ist Treue. Das ist auf jeden Fall Treue. Also, hier beschützt ihr euer Gegenüber, eure Seelenpartnerschaft, eure Partnerin, euer Familienmitglied, wen auch immer, findet mir raus, gegen äußere Einflüsse. Ihr habt eine ziemlich stabile Verbindung mit einem besonderen Menschen. Das kann hier, also diese Karte, die vier der Stäbe, die zeigt ein Fundament auf. Das kann sich um die Arbeit drehen. Das kann sich um euer Zuhause drehen, um eure Beziehung drehen. Aber es ist sehr stabil und das verteidigt ihr. Diese Stabilität gegen äußere Einflüsse. Das Ass der Schwerter zeigt von einer Erkenntnis, von Klarheit, von erlangter Klarheit. Die Königin der Kelche
ist die sehr barmherzige Frau. Die hat sehr viel Liebe zu geben, die hat sehr viele Emotionen, sehr viele Gefühle. Weibliches Wasserzeichen. Also muss nicht weiblich sein, weiblich oder männlich. Wie gesagt, schaue ich das eine Infovideo an. Geschlechterkarten in allgemeinen Readings immer neutral deuten. Kann also ein Mann oder eine Frau sein. Deutet aber auf ein Wasserzeichen hin, also Skorpion, Krebs oder Fisch. Und der Ritter der Münzen schließlich ist, tja, der steuert hier auf den Neubeginn so ein bisschen. Also der Narr steht für einen Neubeginn hier und der Ritter der Münzen, das ist Erdenergie, das ist langsame Energie, beständige Energie. Aber der steuert hier auf etwas zu, da kommt Bewegung in die Sache. In welche Sache klären wir jetzt, oder versuchen wir zu klären, mit den Hexentarotkarten? April 2020 für die Waage. Was kann uns das Schicksal über April 2020 für die Waage sagen? Eine Klärungskarte für die sieben Gestirnte. Der Turm. Geht ja gut los. Der Turm ist etwas Plötzliches, etwas Unvorhergesehenes, etwas, womit man nicht rechnet, was einen schockieren kann, was einen, ja, plötzlich trifft einfach. Ist oftmals negativ gedeutet, muss ich dann noch klären. Aber da passiert etwas, worauf ihr nicht gefasst seid, liebe Wagen. Und das kommt sehr früh im April. Vor Ostern auf jeden Fall. Also Zeit ist flüssig, wie gesagt, schaut euch das Infovideo an, aber es scheint hier sehr plötzlich und sehr schnell zu kommen, dieser Turmmoment. Eine Klärungskarte zu den vierten Städten, bitte. Sechs der Münzen. Das ist die kleine Waage. Das ist eure Energie. Das ist Ausgleich, das ist Beständigkeit, das ist ein Geben und Nehmen, das ist Hilfsbereitschaft. Fällt hier auf die vier der Stäbe. Das heißt, ihr seid hier im ziemlichen Einklang mit eurem Fundament. Wie gesagt, die vier der Stäbe kann auf die Arbeit hinweisen, kann aber auch auf eine Beziehung oder auf die Familie hinweisen. Muss ich noch weitere Klärungskarten nehmen? Das Ass der Schwerter, bitte. Wow. Okay. Das Ass der Schwerter geklärt mit dem Ass der Schwerter. Ja, wenn sowas passiert, ist es ein ganz, ganz deutliches Statement hier. Also hier erlangt ihr über etwas Erkenntnis, worüber ihr euch bisher noch nicht im Klaren wart. Wahrscheinlich geht es von diesem Turmmoment hier aus. Aber das Ass der Schwerter geklärt mit dem Ass der Schwerter ist es ganz signifikant für etwas, ja, ganz Bedeutendes. Hat vielleicht hier mit der Königin der Kelche zu tun. Das klären wir jetzt. Eine Klärungskarte zur Königin der Kelche, bitte. Die Sonne. Die Sonne ist ein Löwe. Vielleicht habt ihr es mit einem Löwen zu tun. Wenn ja, dann hat dieser Löwe sehr viele Gefühle für euch. Und ihr, weil hier die Sechs der Münzen ist auch die kleine Waagekarte. Und von euch aus geht hier dieses Ass der Schwerter zur Königin der Kelche über. Es sieht aus, als würdet ihr hier eurem Gegenüber, in dem Fall einem Löwen oder einem Wasserzeichen, dem ihr sehr freundlich gesinnt seid, mit denen ihr super zurechtkommt, mit denen ihr vielleicht schon eine Freundschaft pflegt, vielleicht schon länger, aber ihr werdet euch hier über etwas klar. Vielleicht werdet ihr euch darüber klar, dass euer Fundament hier, eure Leichtigkeit, eure Festigkeit, eure Beständigkeit beschützt werden muss gegen äußere Einflüsse.
Das ist vielleicht diese große Erkenntnis, die ihr haben werdet. Und die werdet ihr eurem euren Herzensmenschen mitteilen. Der Ritter der Münzen. Die Vier der Münzen. Beschütze das, was du hast. Das war jetzt das Erste, an was ich gedacht habe. Beschütze das, was du hast. Ich glaube, ihr erlangt hier darüber Erkenntnis, dass das, was ihr habt, vielleicht mit diesem Löwen hier, vielleicht mit diesem Wasserzeichen, wie gesagt, jeder Mensch kann sich in jedes Zeichen eigentlich reindenken. Es kann auch sein, dass ihr mit einem, weiß ich nicht, Erdzeichen zu tun habt, die aber gerade so auftritt wie ein Wasserzeichen. Das kann immer passieren. Aber man bekommt hier einen Löwen auf jeden Fall raus. Oder ein Wasserzeichen. Aber ihr erkennt hier, dass ihr das, was ihr habt, nämlich dieses treue Herz, schützen müsst. Euer Fundament. Euer Fundament könnte hier ins Wanken geraten. Durch äußere Einflüsse, die ihr nicht kennt. Vielleicht auch durch diese ganze Corona-Krise gerade. Und das leuchtet euch ein. Ziemlich schnell, ziemlich stark. Und das gebt ihr eurem Herzensmenschen weiter. Und hier tut ihr auch was dagegen. Der Ritter der Münzen steht auch für Aktionen. Und das hier ist, das kann auch hier der Geiz sein. Das kann auch die Verschlossenheit sein. Ich denke eher, es ist das Festhalten, es ist das Beschützen, wie auch hier diese sieben der Stäbe. Halte an dem fest, was du hast. Beschütze das, was du hast. Das ist das Erste, was ich da drin sehen kann. Jetzt müsste ich aber tatsächlich noch den Turm hier klären. Vielleicht kriegen wir dann mehr raus. Was kann das Schicksal uns über den Turm momentan sagen? Wow. Noch eine Karte. Der König der Schwerter. Und der Unterseite der Teufel. Die Welt und der König der Schwerter beim Turm. Also die Welt steht immer für das Ende eines Zykluses, für einen Abschluss. Der Abschluss kommt sehr früh im April. Irgendwas geht hier zu Ende. Und mit dem König der Schwerter, der steht auch wieder für Klarheit, wie das Ass der Schwerter hier. Also ihr habt hier, euch wird hier Anfang April sehr schnell irgendetwas klar, irgendetwas Wichtiges klar. Was mit einem Fundament zu tun hat, was mit einer Beziehung zu tun hat. Egal ob Partnerschaft oder am Arbeitsplatz oder in der Familie. Aber mit einer direkten Verbindung mit einem Menschen, der hier auftaucht. Wie gesagt, vielleicht ein Wasserzeichen, vielleicht ein Löwe. Da wird euch sehr schnell etwas klar, nämlich dass dieses Fundament zu wanken droht. Durch die momentanen Einflüsse, die jetzt gerade herrschen. Das wird euch hier klar, hier klar, hier klar. Und hier handelt ihr. Hier teilt ihr das euren Menschen mit. Und er oder ihr beide tut etwas dagegen. Tut etwas dagegen, dass dieses Fundament ins Wanken geraten kann. Ihr wollt euch quasi unantastbar machen. Ihr wollt eure Beziehung, eure Verbindung absichern, was ja nicht verkehrt ist. Und ihr werdet dafür auch etwas tun. Ich möchte hier die Sonne noch klären. Das Schicksal, das kannst du mir durch die Sonne sagen. Okay. Zwei. Die Fünf der Münzen und der Page der Schwerter. Okay. Also die Fünf der Münzen steht eigentlich für das Verlassen einer Situation. Es wird jetzt gerade etwas klarer. Und der Page der Schwerter ist der Beschützer, der Beobachter aus der Ferne. Ich glaube, dass am... Oh wow, okay. Ich glaube, dass Anfang April hier etwas passiert, mit dem ihr nicht gerechnet habt. Vielleicht
ist bei euch oder bei eurem Gegenüber die Arbeit eingestellt worden? Vielleicht seid ihr in Kurzarbeit gegangen, vielleicht seid ihr in Zwangsurlaub gegangen, vielleicht habt ihr sogar kündigen müssen oder wurdet gekündigt. Vielleicht hat eure Firma Insolvenz angetragen oder ich weiß es nicht, aber irgendwas Unvorhergesehenes ist da passiert. Es kann natürlich hier mit der Firma auch zusammenhängen, weil dieses Fundament hier steht auch für die Firma. Allerdings sehe ich hier mit der Königin der Kirche eher die Gefühlswelt und auch mit der Hauptenergie das treue Herz. Ich denke, dass hier eine Beschäftigung oder ein Arbeitsverhältnis vielleicht zu Ende gegangen ist. Oder ihr seid ins Homeoffice gegangen. Oder ihr seid in Quarantäne gegangen oder euer Gegenüber ist in Quarantäne gegangen. Das könnte sich hier verändert haben. Und euch wird dadurch jetzt klar, dadurch, dass ihr jetzt eben aus der Ferne ergehen müsst, dass ihr euch erstmal nicht mehr sehen könnt, dass ihr erstmal nicht mehr miteinander interagieren könnt oder möchtet. Vielleicht habt ihr auch zu viel Angst dafür, was ja verständlich ist. Das würde dann hier die Fünf der Münze und den Pagen der Schwerter ziemlich bestätigen, weil dieses Fünf der Münzen ist das verlassen werden, das in der Kälte gelassen werden, auf die Sonne, auf den Löwen, sage ich jetzt mal, auf diese Fröhlichkeit, die ihr vorher hattet, bevor dieser Turmmoment hier passiert. Und der Page der Schwerter ist zwar immer noch derjenige, der beschützt und beobachtet, aber aus der Ferne. Ihr könnt euch nicht nahe sein, eure Menschen. Und dagegen werdet ihr aber was tun. Es kann sehr gut sein, dass entweder euer Gegenüber oder ihr auf euren Gegenüber zukommen werdet. Trotz dieser ganzen Quarantäne und besorgniserregenden Zeit, die wir gerade durchleben. Aber ihr kriegt das hier hin. Hier ist eine Idee. Das ist Ostern rum ungefähr. Da kommt eine Idee, da kommt ein eiserner Wille, möchte ich gerade sagen, von euch aus, eurem Herzensmenschen gegenüber. Woraufhin dann Aktionen folgen werden. Viel los. Ich hoffe, ihr kriegt das alles hin. Ich bin da guter Dinge. Weil ihr seid eben diese Kopfmenschen, diese Schwerter, das ist eure Energie, das ist Luftenergie. Wir haben hier den König drin, da seid ihr richtig in eurem Element. Doppelschwert, Ass und den Pagen noch. Also, ihr wollt auf jeden Fall, ungeachtet der jetzigen Situation, nicht aufgeben. Ihr habt dieses treue Herz, ihr und euer Herzensmensch. Ich fühle euch da beide drin. Die 3 und die 5, Quersumme 8. Ihr kriegt das hin. Ihr kriegt das hin. Ja, das war euer Reading für den April 2020, liebe Wagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war das dabei. Wenn nicht, wie gesagt, schaut euch gerne euer Aszendent-Video an oder euer Mond- oder Venuszeichen. Warum und wieso steht alles in dem Infovideo. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt ausdauernd, seid stark. Und wir sehen uns wieder. Bis dann.